Ein wunderschönen und herzlich willkommen zurück zum Zero-to-Hero-Projekt, wo ich jetzt gerade ganz zucki mich hier wieder verabschiede. Dunborough. Wir haben hier den ein oder anderen eventuell um seinen Loot erleichtert und eventuell auch um sein Leben. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass ich hier gerade noch allzu gut gutes Standing habe. Ja? Deswegen, ja, wir gehen mal. Beziehungsweise, warte mal, wir können hier auch nochmal... Hier ist nämlich manchmal, liegt hier auch Aphorit und sowas einfach nur rum, ne? Wollen wir hier noch alles durchsuchen? Nee, es ist dadurch, dass es so dunkel ist, will ich hier eigentlich auch nicht alles durchsuchen. Schlau wäre es, tatsächlich wäre es schlau, weil, wie gesagt, hier kann einfach so krasser Stuff noch rumfliegen. Denn manchmal liegen hier auch Kisten rum und so, also das ist schon ganz schön hier. Aber, nee, machen wir jetzt nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe gewesen. Unsere Aufgabe war es gewesen, einen Typen zu eliminieren. Und das haben wir getan. Wir laufen nochmal hier so rein. Vielleicht liegt ja hier, guck, bei so Dingern hier. Hier in so Kästen kann ganz viel Stuff manchmal drin liegen. Und da habe ich schon etliches Aphorit, beziehungsweise auch Hadanit gefunden. Und deswegen, naja. Egal, wir laufen zu unserem Schiff, das uns hier ein bisschen Schutz bietet, hoffentlich. Und wir haben eine Menge Leute hier umgeklatscht. Wirklich eine Menge. Also ich würde sagen, gute 20. Das sind ja auch schon wieder 10.000. Und dann nochmal von jedem eine Waffe für 200. Also auch nochmal ein bisschen was obendrauf. So, nächstes Mal fahren wir da einfach mit dem Auto durch. Und dann einmal nicht ins Local legen, sondern ins Schiff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Also 23 Leute haben wir Minimum, um ihren Loot erleichtert. Minimum 23. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. So, guckt euch das an. Ich würde fast sagen, die S71, die lassen wir erst einmal hier. Wir nehmen nur die FS9 mit. Warum? Weil erstens, weil wir es können. Und zweitens, weil wir brauchen jetzt gerade keine Sniper. Wenn wir wirklich wieder im Bunker gehen, brauchen wir keine Sniper. Und die Sniper können wir dann einfach... Die nehmen wir uns dann quasi einfach, wenn wir... Oder wisst ihr was? Wir machen das so. Zack, zack. Je nachdem, wo wir hingehen, nehmen wir uns die Sachen mit. Ah, guck mal. Den können wir hier gar nicht ablegen. Haben wir jetzt hier eigentlich die Schränke? Ja, oh, guck, die Schränke haben wir auch noch. Wir haben ja auch noch die External Storages. Wir haben ja nicht nur die 100... Wieso ist denn das jetzt in meinem Personal? Hä? Wait a moment. Wieso habe ich denn jetzt nochmal alles? Okay. Weiß nicht, was hier gerade abgeht. Aber irgendwie habe ich das... Ich habe das Gefühl, dass der Server mich nicht mag. Das ist das Gefühl, was ich habe. Ich habe das Gefühl, der Server mag mich nicht. Deswegen fliege ich einmal hoch und logge mich mal schnell im Schiff aus und gehe mal auf einen anderen Server. Weil ich habe das Gefühl... dass dieser Server mich aus welchen Gründen auch immer irgendwie gleich abschießen will. Und deswegen fliegen wir einmal in die Luft. Und wir wechseln mal den Server. Ich hab kein gutes Gefühl hier mit dem Server. Ich habe absolut kein gutes Gefühl hier mit dem Server. Wir können ja auch nochmal, warte, schnell... Einmal gucken, der Server hat 7 FPS. Vielleicht lag es auch nur daran. Ja, guck mal, eigentlich der Server hat 7 FPS und einen guten WWN. Vielleicht lag es auch nur daran, dass ich gerade da unten bei Dunborough war. Vielleicht deswegen. Wir fliegen mal hier hoch. Wir fliegen mal ins Off.
Sobald ich im Dingsbereich bin, dass man ausloggen könnte. Ich weiß gar nicht, wie hoch man dafür fliegen muss. Wir gucken mal. Aber wir sind ja recht schnell unterwegs, das ist ja das Schöne. Derzeit kann man mal einen Schluck Kaffee trinken. Moment. Schönen kalten Kaffee. Weil ich schon eine Stunde aufnehme. Oh, 25.000 Meter. Okay, ja, wir sind zwar schnell, aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass die Anziehung so hoch ist. Also die, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Nicht Anziehung, die Atmosphäre. Dass die Atmosphäre so hoch geht. Weil eigentlich, sobald man aus der Atmosphäre raus ist, müsste der Altitude-Meter rausgehen, nicht wahr? Aber wir sind eigentlich aus der Atmosphäre raus, weil, guck mal, wir schießen hier mit 1111 Metern auch hoch einfach. Also wahrscheinlich sind wir draußen, aber irgendwie hat der nicht so Lust darauf, uns wirklich rauszulassen. Wir können ja schon mal gucken, ob es eine neue Mission gäbe. Wir sind übrigens bei 26 Millionen. Nice. Jo, es gibt eine neue Mission. Ich nehme die mal noch nicht an. Ich halte jetzt aber mal an. Ich glaube, wir sind draußen. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn ich jetzt anhalte, dass wir spätestens bei 100.000 Meter, dass das Symbol da... Ja, guck mal. Siehste. Vielleicht zählt er auch einfach nur bis 100.000 hoch. Kann ja auch sein. Das kann ja auch sein, dass der einfach nur bis 100.000 mal schnell hochzählen will. Wir machen mal wieder die Server-FPS aus. Die brauchen wir nicht. Und dann können wir jetzt, glaube ich, ohne hinzufallen aussteigen. Und wir gucken mal. Also unsere... Hat gut geklappt. Unsere Waffen sind da. Okay. Personal Backpack ist nichts mehr. Okay, gut. Dann hier mal open. Personal Backpack ist nichts mehr. Okay, cool. Vehicle hat 46.000. Das hier sind 500.000. Der External. Dann packe ich doch jetzt mal in diesen... Packe ich mal meine Muni. Und dann sortiere ich die jetzt auch gleich mal ganz schnell. Und stack die auch gleich mal ganz schnell. Kann ich Waffen stacken, ist die Frage. Nein, Waffen kann ich nicht stacken, aber Muni kann ich stacken. Und das machen wir auf jeden Fall mal. So, und dann würde ich sagen, haben wir nämlich hier schon mal was Gutes. Guck mal, das sind nämlich 500.000, das sind 500.000 und das sind 46.000.000. Also, ja, aber wir können mehr mitnehmen. Das ist ja nochmal geil. Also wir können 100.000 nochmal extra mitnehmen. Plus, dann haben wir, glaube ich, noch die Mule. Da können wir auch noch Sachen reinpacken. Also wir haben eigentlich ganz schön viel Stuff, den wir mitnehmen können. So. Razor's Edge. Die Mission ist weggegangen. Aber Razor's Edge ist da. Das ist ungefähr das Gleiche, was wir gerade gemacht haben. Warte mal. Also es ist ja 245... Ne, ich glaube, wir gehen zu Harper's Point und fliegen dann darüber. Wir sind zwar schnell und wir wären in 200 Sekunden da, aber wenn wir zu Harper's Point fliegen und dann darüber, sind wir, glaube ich, schneller. Ich glaube, dann sind wir wesentlich schneller. So. Ja, guck mal, jetzt sind es nämlich nur noch 800. Und es ist wieder dunkel. Es ist einfach... Also wirklich, im Zero-to-Hero-Projekt, ich möchte euch das ganz kurz sagen, im Zero-to-Hero-Projekt, ihr könnt es bitte mal mitzählen, wenn wir Bunker und sowas anfliegen, wir haben immer Dunkelheit. Immer Dunkelheit. Also ich will jetzt nicht lügen, aber von 100 Mal Anfliegen von Sachen haben wir bestimmt 80 Mal Dunkelheit gehabt. Das ist doch... Also fürs Rendern ist das toll, weil man muss nicht so viel rendern, weil dunkel muss man nicht so krass rendern. Aber es ist doch fürchterlich. Ihr erkennt ja in 90% der Fälle erkennt ihr ja auch einfach nichts, weil es so dunkel ist. Ich sehe so einen Pixel, auf den schieße ich dann. Das ist doch kacke. Also es ist doch wirklich kacke.
Und wenn ich live bin, ja, da ist immer hell. Egal, wo ich hingehe, ist immer hell, gefühlt. Ich weiß nicht, warum. Ich kann's euch nicht sagen. So ein Kack. So. Gut. Aber wir fliegen da jetzt hin, machen das auch nochmal, kriegen dafür auch nochmal 30.000. Letzte Folge haben wir definitiv keine 100.000 gekriegt. Das ist also, ja, wobei, doch haben wir, weil ich ja gesagt hatte, wir brauchen nur 50.000 und wir haben ja 3 Missionen gemacht. Wie viele Missionen haben wir gemacht? Können wir ja sehen, ne? History. Wir haben die hier gemacht, das waren 2.000. Wir haben die gemacht, das waren 9.000, sind wir bei 11.000 und nochmal 15.000. Sind wir bei 26.000 und wir haben mindestens 20 Leute, also mindestens 30 Leute gekillt. Mal 10 und nochmal 20 sind 30, das sind auch nochmal 15.000. Und ein bisschen Klamotten, also ja doch, 50.000 haben wir gerade so gemacht wahrscheinlich. Und hier ist es jetzt so, dass wir 30.000 machen, die machen wir auch ganz schnell. Ich fliege da einfach drüber, weil ich erschieße den, glaube ich, einfach mit meinen Waffen. Also mit meinen Schiffswaffen. Ich will da jetzt nicht runter, weil das ist so eine... Das ist halt blöd, wenn man nichts sieht. So, ich möchte auch einfach mal... Deswegen eigentlich Bunkermissionen, weil da seht ihr wenigstens was, wisst ihr? Da lande ich vielleicht in der Dunkelheit, aber ihr seht wenigstens was, weil hier seht ihr einfach nichts. Hier seht ihr halt einfach nichts. Ich fliege gerade mit voller Geschwindigkeit auf etwas zu, was 15 Kilometer von mir entfernt ist, was 6.700 Meter über dem Boden ist. Mit 400 Meter die Sekunde. Ist auch nicht so schlau. Ich sag's, wie es ist. Ist nicht so schlau. Aber die Kati, die kann eigentlich ganz gut bremsen. 5.000 Meter über dem Boden. Okay. Ich gehe mal mehr so, ne, so 20% Neigung statt 25% Neigung ist auch noch okay, kann man auch noch mitnehmen. Nur Oregon 325 Ohr. So. So langsam, ab 1500 müsste man, ja, Lichter sehen, sehr gut. Razor's Edge ist nicht so groß. Da sind welche. Okay, hi. Warte. Zack. Okay, haben wir. Die nächsten sind hier. Das machen wir jetzt. Wir machen mal richtig cheesy, ja? So, 8 Leute. Ich sehe keinen mehr. So, noch 6. Der will nicht sterben. So. Ach, guck mal. Jetzt kriege ich es sogar angezeigt. Schön, oder? Hoi! Ja, ist halt jetzt vielleicht nicht so die nette Art und Weise, so eine Mission zu lösen, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust gehabt zu landen. Und dann haben wir hier noch den Superbösewicht, der alleine steht. Und tschüss. So. Zack, 30.000. Ach ja, schön. Remove illegal occupants. 30.000 plus 13 Leute. Also sind wir schon mehr. Sind jetzt für die Folge schon wieder auf einem guten Weg, Freunde. Wir sind auf einem guten Weg.
Davon noch ein paar und dann geht's los, oder? Aber ich möchte eigentlich das hier machen. Das hier möchte ich machen. Defend. So, ich möchte eigentlich im Bunker gehen. Weil die anderen, ich glaube, die bringen noch keinen Ruf. Und die bringen hier noch keinen Ruf. Und ich möchte ja vielleicht Level 3. Ja, Level 2 würde ich... Also Level 2, wenn wir am Ende heute Level 2 sind, das wäre schön. Dafür müssten aber auch mehr Bunker kommen. Dafür müssten mehr Bunker kommen, weil so eine Mission und dann zwei, drei andere Sachen machen und dann wieder eine Mission, das ist halt nicht förderlich dafür. Aber wir kriegen das hin. Ich bin mir da sicher, wir kriegen das hin. So, bisschen abtauchen und ab darüber. Schön, 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 schön. Ey, wir sind bei 26 Mille. Wie gesagt, ich weiß nicht, es hatte keiner geschrieben, ob wir schon mal bei 27 Millionen jetzt waren. Hatte keiner geschrieben. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendwie 2 Millionen verloren habe. Keine Ahnung wie, aber das fühlt sich so an, als hätte ich die verloren. Aber es hätte, wie gesagt, könnte auch mein Main-Account dann gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Aber wir sind jetzt bei 26 Millionen. Der Patch ist greifbar. So viel kann ich schon mal sagen. Ich gehe davon aus, dass der Patch im Mai kommt. Wir haben jetzt März. Und seht ihr? Guck, seht ihr das? Hier ist so eine so eine Schneise. Da hinten ist es hell und hier ist es dunkel. Da, wo wir landen, ist es dunkel, Freunde. Wir landen immer auf der dunklen Seite vom Mond. Oder Planeten. Machen wir immer. Das ist so unser Ding. Vielleicht ist das unser Markenzeichen hier mit dem Account. Kann ja auch sein. Kann ja auch einfach sein. Ja, wie gesagt, 26 Millionen. Wir brauchen also noch 6,5 Millionen oder sowas. Wenn ich wollen würde, hätten wir diese 6,5 Millionen heute noch fertig. Und das wisst ihr. Weil, nur mal als Beispiel, wir haben gestern 4,5 Stunden Stream gemacht. Die ersten 2 Stunden waren wir zu zweit. Und die letzten 2 Stunden war ich alleine. Aber all in all haben wir gestern in diesem Stream, 5 plus 16 Millionen gemacht in 5 Stunden. 16 Millionen in 5 Stunden. Deswegen sage ich, ich kann wirklich jederzeit die 890 Jump kaufen, wenn ich das möchte. Möchte ich das? Nö. Ich möchte, also klar möchte ich das. Ich möchte die 890 Jump kaufen, ganz klar. Das ist das Ziel dieses Projektes. Aber möchte ich sie auf faire Art und Weise holen? Ja. Deswegen werde ich definitiv den März, und der hat ja jetzt gerade erst angefangen, das ist quasi die erste Aufnahme im März, den kompletten März. Und deswegen, ich denke halt nicht, dass der Patch im März kommen wird. Das wäre schon ein bisschen krass. Ich möchte den kompletten März mit allem Möglichen an Missionen auf jeden Fall noch machen. Ja. Und eventuell dann im April sagen, okay, wir machen jetzt nochmal was, was ein bisschen mehr Geld bringt. Ja. Aber der komplette März wird definitiv mit Dingen sein, die nicht unendlich viel Geld bringen. Also sowas wie das jetzt hier. Dann machen wir, nächstes Mal machen wir vielleicht auch wieder dann Paketmissionen. Haben wir lange, lange, lange nicht gemacht. Wir haben ewig lange nicht mehr Size of Data, die wir am Anfang immer gemacht haben. Size of Data, ihr erinnert euch vielleicht, haben wir am Anfang immer gemacht? Haben wir ewig nicht mehr gemacht. Eine 890 boarden und retten. Ewig nicht gemacht. Ja, also vielleicht, dass wir wirklich so ein bisschen in der nächsten Folge vielleicht mal wieder Pakete sammeln und zack. In der nächsten Folge vielleicht wieder Pakete sammeln und jetzt halt heute Bunker, nächstes Mal Pakete. Das bringt alles nicht viel Geld, aber das bringt eine Menge Spaß und das ist eine Menge geil. Mir macht das super, super viel Spaß. Dann eventuell habe ich auch mal gedacht, mal ein paar Crime-Missionen zu machen. Ja, das wäre vielleicht auch mal was. So ein bisschen mal diese hier. Die funktionieren gerade nicht so richtig, deswegen sind die ein bisschen kacke. Okay, sind auch gerade mal wieder nicht da. Die Missionen, hier die Data heißen die, glaube ich, die Missionen. Sowas mal wieder zu machen. Oder sowas generell mal zu machen. Dann vielleicht mal Missionen von Ruto anzunehmen, wo man ein bisschen rumfliegen muss und ein bisschen, ne?
also hier auch im Bunker rein muss, aber nicht die Ninetales tötet, sondern die Security-Leute. Sowas mal zu machen, eventuell, wäre vielleicht auch interessant. Dass wir jetzt diesen Monat wirklich... Meine Maus ist weg. So, jetzt wieder da. Dass wir diesen Monat wirklich mal damit verbringen, so ein bisschen Stuff auch zu machen, der einfach nur Spaß macht. Einfach ein bisschen Spaß, ja. Was haben wir hier? Ich sehe ihn nicht. Da hinten. Ich will nur wissen, was das hier ist. Ein Placeholder ist. Hätte ja sein können, dass hier jemand... So eine Mission zum Beispiel können wir auch mal machen. Fällt mir gerade so auf. Auch eine gute Idee. Diese Mission, wo man hier diese Kisten holen muss. Diese Contrabands. Liegt hier übrigens überall alles rum. Vielleicht ist hier jetzt gleich auch nochmal... Oh, guck mal hier. Was haben wir hier? Tungsten. Aphorit. Dolvin. Die Kiste nehmen wir mit. Die Dolvin-Kiste nehmen wir mit, würde ich sagen. Was haben wir hier? Auch Dolvin. Ja, können wir mitnehmen. Bringt ein bisschen Geld. Why not? Der fällt immer noch. Und nochmal zwei Stück. Sind halt auch 1000 immer, ne? So. Ist der letzte. Der ist da hinten drin irgendwo. Das ist gut. Dann gucken wir uns erstmal ganz kurz noch nach Kisten um. Da ist ein Helm, aber... Okay. So. Okay. Sehr schön. Also ich glaube, Dolvin nehmen wir mit. So eine Kiste Dolvin. Könnte ein bisschen Geld bringen. Ne, den Helm nehmen wir nicht mit, aber hier die Helme nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Waffe bringt nicht so viel. Ich würde, glaube ich, wenn einer eine P4, ja, Holster. Wenn einer eine P4 dabei hatte, die P4 bringt halt immer noch mit am meisten Geld. Oh, sehr schön. Noch so ein Ding. Ich meine, ne? Also, ihr wisst, wie viel die Teile hier bringen. Ihr wisst es. 700 das Stück. Da kann man mal mitnehmen. Die Helme müssen wir nicht mitnehmen. Die bringen nur so 200 oder sowas. Und dafür verbrauchen sie halt wirklich viel Platz. Ich weiß nicht, ob ich seinen Helm hier überhaupt verkaufen kann. Aber ich nehme mal mit. Ja, die Helme hier bringen halt nichts, ne? Die bringen halt wirklich nett viel. Aber bevor ich jetzt gar nichts mitnehme, nehme ich auch die Helme mit. So, und wir nehmen einmal Dolvin mit.
vielleicht bringt das auch ein bisschen was. Ich würde es auch zweimal mitnehmen, aber ganz ehrlich, nochmal jetzt dann runter, beziehungsweise jetzt hier hin und her laufen und mit dem Tractor-Beam Sachen machen, da hab ich jetzt nicht so Lust drauf. Deswegen machen wir es. Machen wir es so, dass wir eine Kiste mitnehmen. Und uns einfach drüber freuen, dass wir eine Kiste haben. Und dass wir 15.000. Ne? Wichtig. 15.000 wieder für die Mission. Jetzt sind wir schon mal bei 45 nur durch Mission. Das ist auch schon mal gut. Plus die Kills. Also 50.000 haben wir schon mal wieder. Das ist schon mal wieder ein guter Start in den Tag. Das war nicht schlau. Schiff auflassen ist nie schlau. Ist das mein Schiff? Ich glaube, das ist nicht mal mein Schiff. Nee, das ist nicht mein Schiff. Ich wollte gerade sagen, das ist doch gar nicht mein Schiff. Könnte ich da jetzt die Waffen abbauen? Mein Schiff ist nämlich viel schöner. Das hat nämlich so ein Ding hier. Warte mal, kann ich? Carry. Place. Nee. Ich will nur was testen. Carry. Weil eigentlich sind die Dinger ja... Ah, hier. So. Siehst du? Eigentlich ist das ja dafür da. Und hier passt eine SCU-Kiste hin. Eigentlich ist das ja nämlich dafür da. So, okay. Wir haben ein paar Helme. Und ein paar von den Dingern. Einmal hier drin. Und weiter geht's. So was. Mal ein Schlückchen trinken. So. Ihr seht, wie der Server laggt. Wie das hin und her laggt, das Trinken. Absolut kein gutes Zeichen. Absolut kein gutes Zeichen. Stimmt, die haben wir auch noch. Bringt ja auch nochmal 1000. Zack. Und die packen wir jetzt hier hin. Also unsere Waffen, die wir benutzen, packen wir mal hier hin. Die wir verkaufen, packen wir ins Schiff. Finde ich jetzt nichts Verwerfliches. Ist nicht so, ne? Eigentlich passen hier halt nur 4 Waffen rein in das Schiff und so, aber ist ja nicht schlimm. Ich freue mich, wenn das mehr physikalisiert wird alles. Da freue ich mich schon drauf. Aber im Moment können wir halt noch auch ein paar Sachen machen. Wie gesagt, man könnte auch Sachen ins Local packen, aber sowas mag ich halt nicht. Ins Local packen und dann von da aus ins Schiff, das... Ich freue mich schon auf den nächsten Patch, ne? Weil dann musst du ja auch Container wirklich von A nach B bringen und verkaufen und Gott weiß, was mit denen machen. Freue ich mich viel mehr drauf, als den ganzen Quatsch, den es sonst so gibt. Hier ist eine 15.000er Mission. Ist eine Wreck-Site in Calliope. Die funktionieren hier so richtig. Wir könnten die 890 machen, von der ich gerade gesprochen habe. Wir könnten eine 890 machen, von der ich gerade gesprochen habe. Weißt du was? Wir machen eine 890, von der ich gerade gesprochen habe. Warum eigentlich nicht, oder? Warum eigentlich nicht? Ich habe gerade davon gesprochen, dass wir die auch mal wieder machen könnten. Auch Size the Data könnten wir mal wieder machen. Warum eigentlich nicht? Warum müssen wir das beim nächsten Mal machen? Warum, ne? Warum muss ich das denn beim nächsten Mal machen? Ich kann das ja auch jetzt machen. Ist ja egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Klar wollte ich eigentlich Bunker machen, aber Bunkermission ist eh gerade keine da. Und dann nehme ich doch jetzt hier die 45.000 plus Anhang mit. Warum nicht? Weil wir kriegen jetzt 45.000 für die Mission, wenn wir sie schaffen. Plus eventuell das Ding ausmachen, wenn wir das schaffen. Plus die 20 Leute, die da drauf sind. Plus die 2 Schiffe, die wir vorher noch abschießen müssen. Also warum eigentlich nicht? Ich hoffe, wir kriegen die 2 Schiffe abgeschossen. Das ist eigentlich alles, worauf ich mich freue. Die 2 Schiffe abzuschießen. Und dann sind wir bei 100.000. Das möchte ich nur auch einfach mal gesagt haben. Dann haben wir die 100.000 geschafft. So, jetzt hier ein bisschen langsam. Ihr seht,
In 10 Kilometern soll eigentlich schon eine 890 stehen. Eigentlich sieht man die auf 10 Kilometer, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen langsamer fliegen. Weil eine 890 ist ein bisschen größer. Falls ihr die For You bei gesehen habt, die sieht man recht weit. 6000 Meter. Da ist die 890 irgendwo da vorne. Und die muss also erstmal reinspawnen. Das heißt, wie immer, wenn eine kurze Pause ist, was macht man? Genau, man trinkt sein Käffchen. Mal schön ein, zwei Schlücke nehmen, wenn der Mund schon trocken und fusselig wird. So, da ist sie gespawnt. Und jetzt müssen wir nur noch auf das Beiwerk hier warten. Oh Gott, okay. Das tut weh hier. Also das kann wehtun. Das kann wehtun. Deswegen mache ich da lieber erstmal sowas hier. Und ich hoffe einfach, ja, die haben getroffen. Die haben alle getroffen. Warum redet der eigentlich mit mir? Ich mag das nicht. Komm's. Da. Die haben alle getroffen und keinen Schaden gemacht. Sehr stark. Okay. Der ist down. Was haben wir hier noch? Eine Shrike. Ja, geil. Okay, you're out of ammo. Okay, stark. Stark. Der ist auch destroyed, aber wir destroyen ihn mal komplett. Einfach, dass der Server unter Bock hat. Einmal ganz kurz F5 drücken, ein bisschen mehr Muni zu haben und ein bisschen schneller Muni nachzutanken, dass der schneller kaputt geht. So. Weil dann despawnen die Sachen besser, wenn sie halt ganz kaputt sind. Und so. Das war das. Gut. Haben wir. Jetzt müssen wir nur 20 Leute töten. Zack. Wir gehen einmal auf die Steuerbordseite. Ja. So. Zack. Zack. Und stehen bleiben. Halt Data Transmitter. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Aber wenn, dann ist gut. Wenn nicht, dann juckt es uns auch nicht. Wir rushen jetzt nicht da durch. Nur um das hinzukriegen. Nur um das hinzukriegen, rushen wir jetzt hier nicht komplett durchs Schiff, weil die NPCs halt ja auch ein bisschen stärker sind, als man das manchmal möchte. Aber wir gehen die Gänge natürlich trotzdem rein, wo wir Leute vermuten könnten. Wo wir das Ding vermuten könnten. Das klebt ja manchmal hier einfach so an der Wand. Ich weiß gar nicht, ob das auch hier in den Bädern sein kann. Ich weiß es nicht. Ich mache das tatsächlich immer so, dass ich hier einmal quasi so durchlaufe und dann gehe ich
Also, weil die Treppe da hochlaufen, finde ich schrecklich anstrengend. Das mache ich dann immer so, dass ich über die Bar quasi weiter gehe. Aber warte, bevor wir jetzt durch die Bar gehen, machen wir einmal. Geil. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Zusätzliches Money. Zusätzliches Money, Freunde. Ich weiß gar nicht, wie viel es ist, aber es ist zusätzliches Money. So, hier, das ist ein bisschen blöd, dass die Tür nicht mehr durchsichtig ist. Noch 10. Die NPCs sind Gott sei Dank gerade ein bisschen kacke. Ich nehme von denen aber auch nichts mit jetzt. Ja, das juckt mich jetzt gerade nicht so. Von denen muss ich jetzt gerade nichts mitnehmen. So, jetzt hier zum Beispiel kann ja auch direkt einer wieder vor uns stehen. Und hier oben vor allem. Hier war aber auch eigentlich noch einer, oder? Oh, ach, der ist jetzt runtergelaufen, guck mal. Der steht jetzt da unten. Weil diese Helme bringen halt, also die Helme bringen jetzt nicht viel. Das bringt alles irgendwie nicht so wahnsinnig viel an Money. So. Und ab in den Hangar. Und die letzten 8. Dann einmal hier in den Hangarbereich reingehen. Hier. Da hinten ist eine Tür aufgegangen. Es sind noch 3 Stück. Da hinten ist eine Tür aufgegangen, aber ich glaube, das liegt daran. Ja. Okay, also hier ist jetzt soweit nichts mehr. Das mache ich. Ich mache das jetzt ein bisschen anders, weil ich kriege die Treppe hier nicht richtig gecallt. Ja. Deswegen gehe ich jetzt hier in Engineering rein. Und mache das hier drüber, dass ich quasi so den Gang besser klären kann. Und hier müsste noch irgendwo einer sein. So, perfekt. Okay. Was ich aber auf jeden Fall mache, ich nehme hier eine Waffe zumindest mal mit. Wie gesagt, die Helme sind nichts wert. Vielleicht hier die Helme. Vielleicht hier die Helme. Die können wir mitnehmen. Hier könnte man jetzt halt auch wieder, ne, könnte jetzt auch wieder sagen, okay, ich packe erst alles ins Vehicle rein und dann. Oh, warte mal. Die ist mehr wert. Ich packe jetzt alles erst ins Vehicle rein und dann vom Vehicle nehme ich quasi mit rüber später. Aber ganz ehrlich. Finde ich halt irgendwie kacke, so das so zu lösen. Ich nehme die Helme aber, glaube ich, trotzdem mit. Nee, mach ich nicht. Hab gerade kurz überlegt, mach ich aber nicht. So, jetzt ist noch ein einziger, lebt noch.
Und der ist höchstwahrscheinlich hier hinten in dem anderen Hangarbereich. Man könnte, glaube ich, die hier auch looten. Ich glaube, die haben auch Stuff dabei oder können auch Stuff dabei haben. Ja. Okay. Nevermind, hab nichts gesagt. Der wird wahrscheinlich hier hinten sein und die kämpfen irgendwie nicht miteinander. Okay. Okay. Wahnsinn. Die haben ja hier alles gekillt. So wie es aussieht, kriege ich die Mission nicht fertig. Oh. So wie es aussieht, kriege ich jetzt aber die Mission nicht fertig. Weil irgendwie glaube ich nicht, dass jetzt hier noch einer ist. Ich habe zumindest noch nie hier einen gesehen. Und ich wüsste jetzt nicht. Ja, vielleicht fliegt der draußen rum. Das passiert ja auch immer mal. Hier nochmal kurz gucken. Vielleicht fliegt der draußen rum. Warte mal, das können wir. Ne, wir kommen nicht in die Außenansicht, schade. Aber. Wir gehen nochmal hoch. Und gucken mal, ob hier noch irgendwo einer vielleicht rumläuft. Ich glaub's nicht. Und deswegen glaube ich, dass der entweder außen rumschwebt oder dass der komplett verbuggt im Schiff irgendwo rumklebt. Und dass wir deswegen die Mission nicht mehr machen können. Hier ist keiner mehr. Ich guck noch mal in alle Gänge irgendwie rein. Aber hier ist nichts. Nöp. Okay, das heißt, eventuell fliegt er hier außen. Das kann nämlich passieren, dass die manchmal so außerhalb vom Schiff rumschweben. Ich suche den mit dem Schiff. Das ist, glaube ich, sinniger. Und wenn nicht, ist er im Schiff. Tatsächlich. Also dann klebt er im Schiff drin und dann kriege ich ihn halt auch nicht mehr. Aber ein paar Helme und eine P4 und ein paar Kills haben wir auch gemacht. Ist halt schade, weil 45.000 jetzt dann weg sind. Ne? Ja, wieder hier reinlegen. Na komm. Zack. Und wir gucken aber einmal, ob vielleicht hier außen was dran klebt. Wäre halt schön, wenn man hier jetzt auch so einen Marker kriegen würde bei den letzten. Das wäre sehr schön.
Sieht nicht so aus, wa? Ich glaube, hier in dem Bereich kann keiner sein. Aber vielleicht ist da einer. Hier ist auf jeden Fall keiner mehr. Ja, Frage ist jetzt, ob ich die Mission einfach abbrechen soll oder... Da war gerade was. Ich bin gerade gegen irgendwas gegengeflogen. Hier war gerade eine Waffe außen. Also zumindest irgendwas war draußen, aber anscheinend tot. Wir können ja nochmal das Schiff scannen. Ob da noch jemand drin ist. Passenger. Ja, aber Spec Ops, ja, das bringt uns natürlich auch jetzt nicht weiter, ne? Aber hier draußen war gerade eine Waffe. Also der kann auch vielleicht schon irgendwo, Gott weiß wohin, abgedriftet sein. Ja, schade. Schade. Typische 890-Mission leider. Mal wieder, sorry. Sorry. Können wir leider nicht beenden. Wir machen Folgendes. Wir nehmen einfach eine neue Mission an. Wir lassen die einfach offen. Vielleicht beendet sie sich von selbst. Das passiert ja auch manchmal. Wreckside möchten wir jetzt natürlich nicht machen. Claimjumper auch eigentlich nicht. Das auch nicht. Dama will ich jetzt auch nicht. Ja, super. Es ist leider... Ach, das muss ich ja auch wieder machen. Fällt mir gerade auf. Das muss ich ja auch wieder machen. Wir haben auch keinen Job. Also die Dings ist nicht da. Das hier hätten wir natürlich, klar. Die Salvage-Lizenzen müssen wir auch wieder machen. Die haben wir gemacht. Und eine Woche später kam der Patch. Das war richtig kacke. Wir könnten natürlich auch, weil... Ich kann zwar nicht draufklicken, aber es müsste eigentlich eine Priority-Mission geben. Oder Dings ist gerade vorbei. Jump Tone kann auch sein. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass... Also ich glaube nicht, dass der hier drin sein kann, in dem Bereich. Glaube ich nicht. Aber hier am Schiff direkt sehe ich halt keinen. Da irgendwo war eine Waffe. Aber das kann halt sein, dass der hier unten durch dann geglitscht ist, die Waffe. Nachdem er erschossen wurde. Naja. Oh, warte mal. Ah ne, das ist ein Mond. Okay. Ich dachte schon. Schade. So, Bounty Hunter, Tracker. Magda. Ist Magda bei uns? Nee, ne? Cleo, Uturb. Ne? Kein Magda. Salvage Mission, Delivery Mission. Von Chubin.
In irgendeinen Shelter. So blöd das klingt, ich mach das, weil ansonsten vergammeln wir jetzt hier. Und das möchte ich jetzt auch gerade nicht. Das möchte ich jetzt auch gerade nicht. Einfach gar nichts machen ist auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen kacke. Deswegen machen wir zumindest jetzt hier mal eine Päckchenmission. Dann haben wir alles gemacht, was ich eigentlich machen wollte in der nächsten Aufnahme, weil das ist halt wirklich räudig, dass du keine Missionen kriegst. Dass du keine Bunkermissionen kriegst. Sobald du Rang 1 bist, also Rang 1 ist wirklich das räudigste von allem, weil du halt Stunden für Stunden warten musst, um immer mal wieder eine Mission zu kriegen. Weil die ganzen anderen Clear Claim Jumper und so weiter dir keinen Ruf bringen. Du musst immer auf diesen einen Bunker warten, dass der mal wieder auftaucht. Und wenn den jemand anderes annimmt, vor dir, dann hast du halt Pech. Ja, das ist nicht gut. Und wir landen auf der Sonnenseite. Ja, ich glaube, ja, Spiel ist kaputt. Ganz klare Nummer ist Spiel kaputt, wenn wir hier landen. Wie gesagt, vielleicht beendet sich die eine Mission noch irgendwie, dass die NPCs da, keine Ahnung, oder vielleicht fliegt irgendeiner hin aus Versehen und fliegt in die 890 rein und die explodiert oder sowas. Keine Ahnung, dann haben wir zumindest keinen Crime-Stat bekommen. Aber ich beende die Mission jetzt nicht. Ja, ich mache die jetzt nicht weg, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann Ruf verliere und das wäre ein bisschen blöde. Das Witzige ist halt, dass wir die Zusatzmission geschafft haben, aber die Originalmission nicht schaffen können. Ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, deswegen hatten wir die 890-Mission auch nicht mehr angenommen. Weil das jetzt wahrscheinlich so im Zero-to-Hero-Projekt schon das 5. oder 6. Mal ist, dass das passiert. Und deswegen haben wir die, glaube ich, auch nicht mehr gemacht. Ich glaube, das war der Grund, wieso tatsächlich wir gesagt haben, nee, machen wir nicht mehr. Traurige Nummer. Ja, aber guck mal, es wird schon wieder dunkel. Ja, es wird schon wieder dunkel, Gott sei Dank. Ich mag das ja nicht, wenn es so lange hell ist. So. Hier haben wir auf jeden Fall einige Leute geparkt. Und wir parken hier auch. Landing complete. Und einmal ganz schnell restocken und refuelen, während wir rausgehen. Dann können wir auch wieder mit der Scorpius schießen. Oder heißt sie Scorpius oder Scorpio? Ich weiß nicht. Ich glaube Scorpius. Zack. Einmal darüber. Bin am Überlegen, hier einmal durchzulaufen und alles zu looten, aber habe ich, glaube ich, keine Lust zu. Habe ich, glaube ich, keine Lust zu, ne. Zack. Gibt es hier irgendwelche Kisten? Guck mal, da ist eine Kiste, die können wir looten. Was haben wir denn hier? Irgendwas von Wert? Nicht wirklich. Wir nehmen aber mal Getränke mit. Die können wir nämlich noch in unsere Hose stecken. Aber hier ist jetzt nicht wirklich was von Wert. Oh, vielleicht ja hier. Vielleicht ja da. Ah, auch nicht wirklich. Das passt auch nicht in unseren Rucksack. Oh, was ist denn jetzt los? ja, das passt auch nicht. Doch, das passt in den Rucksack. Perfekt, nehmen wir mit. Zack, carry. Later, ciao. Und jetzt delivern wir das. Wo müssen wir es hin delivern? Das ist sogar auch hier auf dem Planeten. Auf der anderen Seite vom Planeten. Angehört. Jetzt wird hier was abheben wollen. Hört sich nach einem Flieger an, der hier lang fliegt, ne? Hört sich nach einem Flieger an.
Interessant. So, wir machen das tatsächlich so, dass wir das hier hinplacen. Und das packen wir ins Schiff. Und jetzt müssen wir den Drop-Off, der ist da unten. Dann haben wir doch wenigstens nochmal 3000 gemacht. Wisst ihr? Das ist ja, das ist doch auch mal wichtig, dass man wenigstens ein bisschen Geld dann noch macht, oder? Hallo? Warum guckt mein Charakter die ganze Zeit irgendwo hin? Und wie toll funktioniert auch nicht. Jetzt haben wir es. Ui. Einmal nach oben. Klappt. Das klappt doch wieder hier. Das klappt doch wieder. Dann haben wir wenigstens nur die 3000 gemacht. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich von... Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Ding. Wer ist das? Von der 890-Mission. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von dem Server. Ich glaube, zur nächsten Folge wechsle ich den Server. Weil der Server hier ist fürchterlich. Was Quests und sowas angeht, und wenn da nichts auftaucht, ist halt einfach, das ist halt einfach Mist. Ist ja, das ist Mist. Wenn nichts passiert, das ist Mist. Und dann kann man halt auch nicht so richtig spielen. So, wir müssen wir hin? Calhoun Pass Emergency Center. Okay, also wahrscheinlich müssen wir die Kiste in einen Schrank legen und das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das wäre dann der zweite Bug einer Folge. In einer Folge der zweite Bug. Aber ich bin heute bin ich wirklich entspannt. Heute bin ich tiefenentspannt. Und wir fliegen wieder auf die dunkle Seite. Oder? Ja. Also es ist albern. Es ist wirklich, das ist wirklich, so langsam ist es wirklich albern. Wie oft ich im Dunkeln bin. Es ist, also, oh. Das macht doch keinen Spaß. Liegt das gerade an der Aufnahmezeit? Wir haben jetzt gerade 16, ist gleich 17 Uhr. Liegt das an der Aufnahmezeit, dass das hier einfach so schade ist? Oder? Weil das ist ja gerade komplett fürchterlich. Das macht ja gar keinen Spaß. Das macht ja absolut, absolut gar keinen Spaß gerade. Hier ist ja nur dunkel. Ich bin 5 Sachen angesprungen und 4,5 Mal davon war es dunkel. Einmal ist es dunkel geworden. Also das macht ja gar keinen Spaß. Eieieiei. Und es ist auch stockdunkel immer. Also ist jetzt nicht so von wegen, ja, es ist halt so ein bisschen dunkel oder ne, oder es wird gerade dunkel oder so, so wie jetzt eben jetzt gerade an dem letzten Punkt, wo wir das Paket geholt haben. Nee, es ist immer stockdunkel. Du siehst halt immer gar nichts. Ich fliege einfach nur auf den Marker zu und hoffe halt, dass wir nicht sterben. Also ich könnte das hier machen. So. Ah. Jetzt wird's hell. Schön. Ist das Sinn der Sache? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. So ein Kack. Immer nur dunkel. Hier hat auch schon einer ausgelockt. Hat wahrscheinlich gut funktioniert. So. Okay, wir nehmen das Paket und bringen es an seinen Bestimmungsort und hoffen einfach, dass es funktioniert. Nicht dein Ernst. Okay, das geht. Ah, okay, warte. Ja. Ich glaube, der Server ist gerade komplett hinüber. Der Server hat's hinter sich. Der Server stürzt mir jetzt auf den letzten Metern ab. Geil. Ach, Mann. Jetzt habe ich so eine Kiste in der Hand. Ach, bitte. Was denn?
kann die Kiste... What the... Alter, dieses Spiel. Der Server ist so im Arsch. Der Server ist ja so komplett im Arsch. Das kannst du ja, das kannst du ja, das kannst du ja nicht mehr schön finden. Willst du mich komplett verarschen, du dreckiges Kackspiel? Wirklich? Auf den letzten Metern jetzt, oder was? Auf dem letzten Meter! Kurz bevor die Folge ist seit 30 Sekunden um und du willst mich so dermaßen verarschen, Spiel? Ich habe keinen Bock mehr. Wie kaputt kann so ein Spiel sein, bitte? Wie beschissen kaputt kann so ein Spiel eigentlich sein? Wie kaputt fassungslos gerade. Ich bin einfach komplett fassungslos. Alter, das Game ist wirklich eine Shitshow. Das Game ist eine absolute Shitshow. Die Entwickler haben keine Ahnung, wie man Spiele entwickelt und Events macht und Gott weiß, was macht. Und das gesamte Game ist einfach eine absolute Shitshow. Also wirklich, das kannst du... Hier, guck dir das an. Hier hat es auch jemand versucht anscheinend. Das kannst du doch nicht schönreden. Ich kann jetzt hier die Kiste placen. Osiralin oder sowas. Und hier, was ist das? Keine Ahnung. Also, es tut mir leid. Man kann es nicht mehr schönreden. Es funktioniert halt nicht. Man kann das nicht mehr schönreden. Leute, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich glaube, ich gehe jetzt in das Schiff und logge mich da aus. Ja, das mache ich jetzt. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war wirklich, also es war eine spannende Reise. So viele Bugs in so kurzer Zeit. Ja, schön. Das ist schön. Ich find's gut. Ich reg mich auch gar nicht drüber auf. Es macht eh keinen Sinn. Das ist halt das Ding. Es macht keinen Sinn, sich drüber aufzuregen, weil die Entwickler halt einfach keine Ahnung von ihrem eigenen Spiel haben und es selbst noch nie gespielt haben. Deswegen regt man sich einfach nicht drüber auf. Ja? Man kann die Kiste nicht mehr ablegen, aber das ist auch nicht schlimm, weil wer braucht schon Kisten? Ich leg mich einfach mit der Kiste ins Bett. So ein Ding ist das. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Es ist schön. Schön. Ciao, ciao. Tschüss. Herzlichen Dank an alle Member im Monat Februar. Aeneas Evers, Jens Traudewig, Trekter, Dirk Willert, The Body, Onkel Tom, Keule 285, Silenk, Chicken Daisuke, Mina Katze und Mimi Wonderland.